ausmachen, wir sind jetzt hier nicht in Island, noch nicht. Nein, wir sind jetzt hier auf dem Weg nach Karlsfeld an die Kammläube, das zweite Mal in diesem Jahr, diesmal ganz offiziell die 15-Kilometer-Regel, sowohl für Chemnitz als auch fürs Erzgebirge, ist aufgehoben und deswegen fahren wir heute noch einmal hoffentlich. Denn es geht Langlauf, unser großes Hobby. Ja, nicht in Finnland, wie eigentlich geplant, aber wir waren 20 Mal gefühlt in Geier, haben die Geirische Platte in allen Richtungen belaufen und heute, wie gesagt, noch einmal in Karlsfeld. Danach unser schönes Erzgebirge. Ja, auch das ist schön. Ihr seht es hier, allerdings ist nicht mehr so viel Schnee, aber Karlsfeld ist so ein bisschen das Sibirien des Erzgebirges. Da hoffen wir, dass es da noch geht. Oben Schneeloch. Schneeloch, genau. In der Kammläube, da ist es bestimmt noch möglich. Ja, und danach wollen wir dann nochmal uns die Fahrtüchtigkeit wieder herstellen. Das heißt, wir wollen dann nochmal mit dem Auto in einen Waldweg reinfahren, ein bisschen was zu essen kochen und ich zeige euch dann eventuell nochmal zwei kleine Neuerungen. Nicht viel, aber doch was Kleines am Auto, am Fahrzeug. Man versucht ja immer wieder etwas zu optimieren und wir können dann selber entscheiden, ob es mir gelungen ist. Also, ich würde sagen, bleibt einfach dran. Es wird auch diesmal wieder spannend. Und bis gleich. So, jetzt sind wir hier an der Kammläube angekommen. Da drüben ist das Schild und jetzt geht es gleich los und wir ziehen uns jetzt um und da seht ihr schon die Loipe und da gibt es auch natürlich heute auch ein paar Bilder davon. Das erste Mal seit Falun 2019. So, jetzt haben wir mal eine Frau hinterher. Die ist hinter vorn. Gucken wir mal. Wieder einholen. Wir laufen heute gegen die Sonne. Die Loipe ist ziemlich hart gefroren. Aber frisch gespurt. Die Sonne wird sie dann gleich antauen. Und daher denke ich, das ist trotzdem okay. Hier oben im Karlsfeld auf dem Weg zur Kammläube. Hier am großen See bzw. Talsperre Karlsfeld, die jetzt hier rechter Hand drin liegt, natürlich zugefroren. Man sieht ihren kraftvollen Doppelstockschub. Das Schöne ist, dass man hier die Fußgänger ausgesperrt hat. Zumindest laut Schild. Das ist cool. Das gibt es leider nicht überall. Hallo Freunde vom YouTube-Channel 7 Slots and 4 Wheels. Wir sind jetzt hier oben an der Bergstation vom Skilift in Karlsfeld, der natürlich pandemiebedingt dieses Jahr leider diesen Winter nicht läuft. Wie so vieles, was hier in diesem Lande nicht läuft. Nicht nur der Lift läuft nicht. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr traurig, vor allen Dingen, weil ja jetzt dieses Jahr so ein herrlicher Winter ist. Und umso besser, es gab auch schon Jahre, wo hier nicht viel Schnee lag. Das ist dieses Jahr anders und trotzdem wird man dadurch wieder ausgebremst. Wir konnten zumindest Langlauf betreiben. Wie gesagt, in Geier waren wir gefühlt 20 Mal dieses Jahr. Und jetzt das zweite Mal hier oben auf der Kammläube in Karlsfeld. Das ist schön gespurt, auch wenn es heute noch ein bisschen gefroren ist an manchen Stellen, an anderen Stellen taut es schon wieder, wo die Sonne dann daran ist, aber gut, trotzdem lässt es sich fahren. Wir genießen trotzdem die Sonne und das schöne Wetter und die herrlich gespurten Läufen. Jawohl, genau so ist es. Für uns Langläufer, wir haben ja Glück gehabt, wir können gar nicht jammern, aber die Abfahrer, die tun mir ganz sehr leid. Sport an der frischen Luft ist das, was einen hier so ein bisschen voranbringt. Das sollten alle die machen, die politische Entscheidungen treffen. Dann würden sie viel klarer im Kopf. So, jetzt nach unserer
18 Kilometer Langlaufrunde. Das war sozusagen mit Abstand die längste, die wir diesen Winter absolviert haben. So, wir sind immer so bei 12 meistens rausgekommen, manchmal auch 10, selten weniger. Haben wir uns heute mal dafür entschieden, hier eine kleine Rast zu machen und unsere Fahrtüchtigkeit wiederherzustellen, da ja nun die ganzen Gaststätten, Restaurants alle geschlossen sind. Man kann es nicht fassen. Wir müssen uns selber was kochen. Aber dafür haben wir ja unser Auto, unseren Jeep Camper. Und hier drin gibt es jetzt gleich, meine Frau sagt, es ist schon fertig. Guckt mal hier, was es da Leckeres gibt. Nudeln mit Tomatensauce. Ein leckerer Eintopf. Und das werden wir uns jetzt zu Gemüte führen. Setzen wir uns jetzt in die Sonne, uns jetzt hierher setzen. Und hier ist der Einstieg der Sonnenläube, die hier rüber geht. Aber dort sind wir heute nicht lang gefahren, sondern wir sind drüben auf der anderen Seite vom Parkplatz aktiv gewesen. Rings um die Talsperre, das Kammläube bis Richtung Mühleiden, genau. Ja, das war eine schöne Strecke, allerdings eben auch schon ein bisschen manchmal im Frühjahr noch Eis, danach an manchen Stellen schon wieder aufgetaut, aber alles okay in Bad und Witzig. Stadt Finnland, Karlsfeld, aber so ähnlich wäre es dort auch gewesen, vielleicht dann im nächsten Jahr. Na, wir hoffen auf das nächste Jahr. Zum Glück hat uns ja dieses Jahr der Winter hier einfach so versöhnt, so eine schöne Schneelandschaft über eine richtig lange Zeit, ganz viel Sonne, toll gespurte Läuben in unserem schönen Erzgebirge. Also, wir haben es trotzdem genossen. Genau, wir haben das Beste draus gemacht, würde man sagen. Genau. Und jetzt lassen wir es uns schmecken. Und dann zeige ich euch noch kurz so diese zwei, drei kleinen Erweiterungen. Also, wenn das interessiert, bleibt einfach noch dran. So, jetzt machen wir noch einen Nachtisch, Espresso. Gibt es gleich Cappuccino und natürlich noch so eine kleine Süßigkeit. Und wir haben auch schon einen Apfel es gegessen. Es gab schon Apfel. Bei mir ist er noch da. Der Uli hat ihn schon vernichtet. Der hat ihn schon gegessen, genau. So, guck mal jetzt. So, jetzt wie versprochen, die kleinen Erweiterungen. Seht ihr hier die Küchenbox, die habe ich schon ausführlich vorgestellt und jetzt habe ich hier nach oben drüber, würde sagen in Reichweite, diese Tasche von Campcover montiert. Die habe ich hier oben mit zwei Leisten, das zoome ich gleich nochmal ran, festgeklemmt an dem Dachträgerhalter, der für den Frontrunner Dachträger hält. Und da oben ist dann noch die Küchenrolle befestigt. Jetzt habe ich hier drin verschiedene Utensilien, die man halt zum Kochen so braucht. Und wenn man das Ganze hier aufmacht und den Kocher rankommen will, dann ist das nur zum Teil verdeckt. Man kommt also trotzdem noch hier an diese einzelnen Teile heran. Und dass der Kocher, dass dieser Deckel nicht runterfällt, habe ich dann hier noch eine entsprechende Sicherung, wo man das dann noch hier einhängen kann. So, die zweite kleine Erweiterung, die ich euch noch vorstellen möchte, befindet sich hier unmittelbar an unserer Kühlbox, unserer Mobilcool-Kühlbox. Die gibt es ja schon länger, aber schaut mal hier oben, da ist dort so ein Korb befestigt, der dazu dient, um zum Beispiel Obst oder halt auch Süßigkeiten, wie jetzt gerade, dort oben zu lagern. Da hatte ich also die Äpfel drin, die Schokowürfel, da kann man also dann immer schnell ran und trotzdem ist dann hier die Kühlbox zu öffnen.